Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und die Einführung, dass ein Oberbürgermeister vor meinem Vortrag ein Grußwort gesprochen hat. Das ist mir noch nie passiert und ich bin auch ganz geplättet, wie viele von Ihnen heute den Weg in diesen Vortragssaal gefunden haben, um mir zu lauschen. Ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht. Also ich spiele gleich ein bisschen den Professor. Ich werde so 45, 50 Minuten Zeit brauchen, um ein bisschen was zu erklären. Ich fand es ganz toll, Frau Drasso, dass Sie gerade noch mal mit diesem berühmten Putin-Zitat begonnen haben. Ich würde ganz gerne da ein bisschen weitermachen. Das stammt aus einem sehr populären russischen Mafia-Film. Also das ist ein Filmzitat. Und vor kurzem, letzte Woche, gab es noch einen Schlagabtausch im Bundestag, als unsere Außenministerin Annalena Baerbock dann nochmal auf die feministische Außenpolitik hingewiesen hat, die ja ihr Herzensanliegen ist. Und Friedrich Merz, der Oppositionsführer, hat sich darüber lustig gemacht. Nur ist es so, dass dann Annalena Baerbock es geschickt verstanden hat, den Bogen zu schlagen zu Srebrenica, zu den Frauen und Müttern in Jugoslawien, deren Männer 1995 umgebracht worden sind, und von dort aus dann den Bogen zu schlagen zu den ganzen Gewaltexzessen gegen Frauen, die während der Jugoslawienkriege geschlagen worden sind, und dann auch nochmal deutlich gemacht hat, dass das nicht ein Thema der Zeitgeschichte ist, sondern ein Thema des Zeitgeschehens. Wir haben die Bilder von Bucha gesehen. Bislang kriegen wir immer nur die Bilder von den Leichen, die auf den Straßen liegen. Ich glaube, in Bucha selber sind 340 Leichen schon gefunden werden. Ich kann Ihnen sagen, ich habe heute den ganzen Tag im Netz zugebracht. Wir werden demnächst noch viel schrecklichere Geschichten hören. Und da wird es vor allen Dingen auch um Gewaltexzesse, völlig unvorstellbar Gewaltexzesse gegen Frauen geben. Und der Umgang mit Frauen, gerade in Kriegszeiten, ist natürlich ein wichtiger Gradmesser dafür, wie es um die Zivilisation aussieht. Und man muss sagen, dass Russland hier auf dem Weg in die tiefste Barbarei zu sein scheint. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, was eben deutlich macht, dass diese feministische Perspektive, die Sie eingebracht haben, sicherlich auch von politischer Relevanz ist. Die kann man nicht so einfach abtun, wie das Friedrich Merz gemacht hat. Gerade in Kriegszeiten sind Frauen und Kinder immer ganz besondere Opfergruppen. Aber jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte zu mir. Sie sehen diesen komischen Familiennamen Gestwar. Das hat damit zu tun, dass ich großväterlicherseits irgendwie aus so einer Familie von Ruhrpolen stamme, aber selber kein Polnisch spreche. Bin in Westfalen groß geworden, bin Fan von Schalke 04. Sie können sich vorstellen, wie ich gerade leide in den letzten Jahren. Aber die Stuttgart-Fans haben mir auch schon einige Leidenszeit hinter sich gebracht. Es ist so, dass ich über mein Studium dann an die osteuropäische Geschichte gekommen bin. Ich reise seit 1988 ständig nach Russland und auch in die Ukraine. Damals war es noch die Sowjetunion. Ich war auch in den letzten Jahren, also seit 2014 wiederholt für mehrere Wochen, sowohl in Russland als auch in der Ukraine, habe in beiden Ländern viele Bekannte und Kollegen, mit denen ich auch schon gemeinsam Forschungsprojekte realisiert habe. Seit 4 Wochen wohnen bei uns im Haus mit meinen Kindern und meiner Frau zusammen zwei Geflüchtete aus der Ukraine, zwei ältere Damen, die aus Kharkiv kommen. Die Stadt, die jetzt auch wieder wahrscheinlich demnächst angegriffen werden wird von russischen Truppen. Und wir haben seit 14 Tagen auch bei uns am Institut einen ukrainischen Kollegen samt Ehefrau aufgenommen. Die kommen aus einem Dorf in der Nähe von Bucha. Das ist diese Stadt mit den schrecklichen Bildern, die wir am Wochenende gesehen haben. Ich habe den guten Juri Montag gesehen und der war ziemlich schockiert und hat festgestellt, dass er wirklich sehr, sehr knapp einem ähnlichen Schicksal entkommen ist. Er ist am 9. März, ist er während einer Feuerpause von dort aufgebrochen mit seiner Frau und ist dann über einige Umwege erst nach Warschau und dann nach Tübingen gekommen. Sie sehen also, das Thema betrifft mich nicht nur wissenschaftlich, akademisch, sondern das geht auch tatsächlich unmittelbar in meinen privaten Lebensbereich hinein, sodass ich, was ich als Wissenschaftler eigentlich tun sollte, die Distanz zu diesem Thema in der Form nicht wahren kann. Das werden Sie bei meinem Vortrag gleich auch sicherlich erleben. Also das als Vorrede. Ich glaube, man muss nicht Olaf Scholz heißen und Bundeskanzler sein, um zu erkennen, dass mit Putins Angriffskrieg am 24. Februar 2022 tatsächlich eine Zeitenwende stattgefunden hat. Wir stehen damit vor der Notwendigkeit, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft neu zu denken, liebgewonnene Geschichtsnarrative und hoffnungsvolle Zukunftserwartungen erweisen sich heute als kaum mehr haltbar. Diese neue Erfahrung der Erschütterung hat die in Wien lebende ukrainische Schriftstellerin Tatjana Maljatschuk während ihrer beeindruckenden Lesung auf der Leipziger Buchmesse treffend in folgende literarische Worte gepackt, mit denen ich meinen Vortrag beginnen möchte.
Der Krieg kam auch in meinen Körper hinein. Russische Panzer rückten vor und besetzten mein Herz, meinen Magen, meine Füße. Langsam kommt ein Verständnis dafür auf, dass das gerade Geschehene die Zukunft sehr lange bestimmen wird. Wörter erstarren in mir, sie sterben ab, gehen zugrunde mit jeder weiteren Rakete, die meine Welt beschießt und zerfetzt. Diese emotionalen Worte erhalten großen Nachdruck durch die entsetzlichen Bilder, die wir seit einigen Tagen aus dem von ukrainischen Truppen befreiten Kiewer Vorort Butscha erhalten. Heute steht Butscha ikonisch für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, bis noch grausamere Übergriffe demnächst bekannt werden. Und das ist leider alles andere als ausgeschlossen. Es sind apokalyptische Bilder der totalen Brutalität, tote, gefesselte Zivilisten, erschossene Radfahrer und ausgebrannte Häuser. Die Akte entfesselter Gewalt strafen den Euphemismus einer militärischen Spezialoperation mit dosiertem Einsatz von Gewalt, den der Kreml verbreiten, als zynische Lüge. Die russische Gegenpropaganda, die von einer Inszenierung spricht, wirkt nur sehr erbärmlich und unterstreicht noch einmal, dass sich Russland langsam zu einem Imperium der Lüge, der Gnadenlosigkeit und der Unmenschlichkeit entwickelt hat. Als jemand, der seit über 30 Jahren immer gern nach Russland gefahren ist, dort schon Jahre seines Lebens gebracht, das hat mal zusammengezählt, ich habe über 4 Jahre bislang in Russland verbracht und dort viele Freunde und Freundinnen und über meine russische Verwandtschaft hat, mich entsetzt diese bittere Erkenntnis natürlich auf allertiefste Weise. Als Historiker bin ich zudem betroffen davon, wie perfide für den Angriffskrieg gegen die Ukraine auch die Geschichte als politische Waffe in Anschlag gebracht wird. 2019 hat der Hobbyhistoriker Wladimir Putin begonnen, seinem Land und der gesamten Welt ziemlich merkwürdige präsidiale Geschichtslektionen zu halten. Diese dienten der mentalen Vorbereitung des nun seit 6 Wochen brutal, gerade auch gegen die ukrainische Zivilbevölkerung geführten Angriffskrieges. Mit dem Wissen von heute lesen wir diese Geschichtstraktate mit anderen Augen. Wir müssen jetzt feststellen, dass Putin darin eigentlich schon alle seine Ansichten und Pläne offenbart hatte, wir aber den politischen Ernst seiner Worte nicht umfassend erkannt haben. Oh, Entschuldigung. Ende Juni 2020 erklärte Putin anlässlich des 75. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges unverfroren, dass es heute einer neuen Konferenz von Jalta bedürfe, auf der die Großmächte der Welt zusammenkämen, um die Welt eben noch neu in Einflusszonen unter sich aufzuteilen, so wie es Anfang 1945 der sowjetische Diktator Stalin, der US-Präsident Roosevelt und der britische Regierungschef Winston Churchill getan hatten. Putin will die Welt offenbar wieder in einige wenige herrschende Großmächte und viele beherrschte Länder einteilen, deren Souveränitäts- und Selbstbestimmungsrechte massiv eingeschränkt werden. Putins Jalta-Reminiszenzen deuten, glaube ich, ganz offensichtlich darauf hin, dass er, wenn er von Geopolitik spricht, die Welt des 21. Jahrhunderts immer noch in den Mustern des Kalten Krieges denkt. Ende Juli 2021 verschärfte Putin den Ton noch einmal, als er mit seinem Beitrag, ich zitiere, über die historische Einheit von Russen und Ukrainern, der Ukraine als Staat und als Nation das Existenzrecht absprach und dreist erklärte, Russen, Ukrainer und Belarussen seien Teil einer großen russischen Nation, eines dreieinigen Volkes. Damit griff er die seit langem in Russland populäre Vorstellung auf, die der Ukraine die Eigenständigkeit und auch die kulturelle Eigenwertigkeit abspricht und sie zu einem Teil der russischen Welt oder der ominösen russischen Seele erklärt. Viele Russen und Russinnen meinen sogar, dass die russische Nation ohne die Ukraine unvollständig sei. Die Moskauer Dominanz über die Ukraine wird damit zur Existenzfrage der russischen Großmacht erhöht. Und umgekehrt, der Moskauer Verlust an Einfluss auf die ukrainische Politik wird als eine schwere Kränkung verstanden, die massive neoimperiale Phantomschmerzen auslöst. Das immer wieder inbrünstig betonte Verwandtschaftsverhältnis zwischen diesen beiden Nachbarländern stellt sich aus russischer Sicht als eine paternalistische Bevormundung des kleinen ukrainischen Bruders durch den großen russischen Bruder dar. Sicher, die Ukraine
und Russland sind beide ostslawischen Ursprungs. Die Geschichte und Kultur beider Länder sind eng miteinander verwoben. Aber das Ukrainische geht trotz aller engen Verwandtschaft keineswegs nur im Russischen auf. Die wechselhafte Geschichte der zahlreichen Verflechtungen, aber auch immer wieder der Entflechtungen zwischen der Ukraine und Russland hat der bekannte, mittlerweile schon emeritierte, zuletzt in Wien tätige Historiker Andreas Kappeler auf die eingängige Kurzformel der ungleichen Brüder gebracht. Deren Familienleben war abwechselnd sowohl durch Streit als auch hin und wieder durch Eintracht gekennzeichnet. Und bekanntermaßen, das wissen wir alle, lösen Familienkonflikte ja besondere Gereiztheit aus und werden oft erbittert geführt, vor allem wenn es um Prozesse der Loslösung voneinander geht. Die Ukraine entschloss, die sowjetische Vielvölkerfamilie und damit den großen Bruder Russland zu verlassen, als Gorbatschows Glasnost und Perestroika Ende der 80er Jahre neue politische Dynamiken freisetzte. In einigen Sowjetrepubliken drängten immer mehr Menschen auf den Austritt ihrer Heimat aus dem sozialistischen Sowjetimperium, um als eigenständige Staaten die neuen Herausforderungen des Übergangs zu Demokratie und Marktwirtschaft besser meistern zu können. Als es am 1. Dezember 1991 zu einem vielbeachteten Unabhängigkeitsreferendum kam, sprachen sich 92% der Wählenden für die staatliche Selbstständigkeit der Ukraine aus. Als überwältigendes Resultat eines nationalen Selbstbestimmungsaktes ist die Ukraine demnach als junger, souveräner Staat aus dem politischen Willen seiner Bewohner und Bewohnerinnen hervorgegangen, ein Staat, der nunmehr seit 30 Jahren existiert. Und seitdem hat die Ukraine schon zweimal den European Song Contest gewonnen, genauso häufig wie Deutschland, obwohl Deutschland schon seit den 60er Jahren dabei ist. Und das Land, noch einmal bitte, und das Land hat 2012 gemeinsam mit Polen die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Alle Fußballfans werden sich noch gut daran erinnern. Europameisterschaft ausgetragen, entschuldigen Sie bitte. Alle Fußballfans werden sich noch gut daran erinnern, weil es Deutschland damals nämlich ins Finale geschafft hat und 1-0 gegen Spanien verloren hat. Das waren noch Zeiten, kann ich Ihnen sagen. Trotz dieser Sichtbarkeit der Ukraine haben zahlreiche Verantwortliche in der Politik, in den Medien und in der Wirtschaft die Ukraine weiter nur als eine Schachfigur in den Beziehungen zu Russland gesehen und dementsprechend behandelt. Das Gerede von einer, ich zitiere, neuen Ostpolitik oder von der historischen Verantwortung Deutschlands war stets nur an Moskau adressiert, nicht an Kiew. Unsere politische Aufmerksamkeit, Ökonomie bestimmten vor allem selbsternannte Russlandversteher mit all ihrer Blauäugigkeit und Putin-Naivität. Diejenigen, die sich für die Belange der Ukraine einsetzten, blieben stets in der Defensive. Das weitgehende Fehlen historischer Kenntnisse hat in der europäischen Politik und Öffentlichkeit wiederholt zu fatalen Fehlurteilen geführt. Die Ukraine wurde nicht als Staat ernst genommen und ihr im Schatten Russlands die eigene Sprache, Kultur und Geschichte leichtfertig abgesprochen. Damit übernahmen viele in Europa, gerade auch in Deutschland, in Berlin, unbesehen die russische Sichtweise. Oft vergessen wir, dass zwischen 1991 und 2011 der Kreml der Ukraine in insgesamt 6 international verbindlichen Verträgen die Unverletzbarkeit ihrer Grenzen zusicherte. Es gab 6 Verträge. Dabei kam es sogar zum Abschluss zweier sogenannter Freundschaftsabkommen, die dazu dienten, ein Zusammenleben in guter Nachbarschaft zu ermöglichen. Damit ist es nun für die nähere Zukunft erst einmal vorbei. Propaganda und Krieg haben Hass und Feindschaft gesät, sowie tiefe Gräben selbst in Familien und Freundeskreisen aufgerissen. Darüber können alle berichten, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Alle schauen gegenwärtig in einen blutigen Abgrund, über den der Bau neuer Brücken der Verständigung, vor allem nach Butscha, sehr schwer fallen wird. Das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine erlebte mit dem Euromaidan, mit dem sogenannten Euromaidan, mit der ukrainischen Revolution zur Jahreswende 2013-2014 eine ganz entscheidende Wende.
Die Ukraine nahm damals ihr Recht auf freie Bündniswahl in Anspruch und handelte mit der EU ein sogenanntes Assoziierungsabkommen ab, das der Ukraine die Möglichkeit gegeben hätte, in einigen Jahren nach der Erfüllung ganz bestimmter politischer Meilensteine ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union zu werden. Allerdings drängte Moskau mit Zollblockaden und günstigen Gaspreisen den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, eine ziemliche Dumpfbacke, dazu, im November 2013 seine Unterschrift unter das schon aufgesetzte Vertragswerk mit der EU auszusetzen. Das war ein großer Schock, darüber hat Angela Merkel oft gesprochen. In der Ukraine gab es aber eine Mehrheit für den baldigen EU-Beitritt des eigenen Landes. Empörte Studierende in Kiew, die sich um ihre Zukunft gebracht sahen, initiierten damals einen, ich zitiere, Aufstand der Würde gegen den korrupten und autoritär regierenden Janukowitsch. Diese Proteste weiteten sich dann in den nächsten Wochen, auch angeheizt durch die übermäßige Gewalt des ukrainischen Sicherheitsapparates, zur größten demokratischen Massenbewegung in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges aus. Und diese Massenbewegung fand ihren symbolträchtigen Ort auf dem zentralen Maidanplatz in Kiew, ein sehr schöner Ort. Nachdem dort Scharfschützen einer ukrainischen Spezialeinheit mehr als 100 Demonstrierende erschossen und damit ein Blutbad angerichtet hatten, verlor der Präsident Janukowitsch Ende Februar 2014 die Unterstützung seiner Partei und auch des staatlichen Sicherheitsapparates. Überstürzt floh er nach Russland, Putin tobte, er stand plötzlich vor den Trümmern seiner Ukraine-Politik und befürchtete, die ukrainische Revolution, die Farbrevolution, könne auch auf Russland überspringen, zumal 2011, 2012, Sie können sich vielleicht erinnern, es in Russland auch ganz heftige Proteste gegen Putin gegeben hatte. Das war der sogenannte Protestwinter und die Proteste der Weißen Bänder. Die Weißen Bänder war damals das Erkennungszeichen der Protestierenden. 2014 nun ergriff der Kreml zahlreiche Maßnahmen der sogenannten, in Anführungsstrichen, hybriden Kriegsführung, um den ukrainischen Nachbarstaat, der nun sich unabhängig von Moskau machen wollte oder noch unabhängiger machen wollte, zu destabilisieren und so den verlorengegangenen Moskauer Einfluss mit aller Macht in Kiew wiederherzustellen. Während der Olympischen Spiele in Sotschi, die Doping verseuchten, wie wir jetzt wissen, während der Olympischen Winterspiele in Sotschi bereitete Putin mit seinen Geheimdiensten die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vor, die dann am 18. März 2014 nach einem illegitimen und fragwürdigen Referendum zum neuen russischen Staatsgebiet erklärt wurde. Einen Monat später, im April 2014, begannen dann russische Spezialkräfte in der Ostukraine, in dem Ruhrgebiet, im Donbass, einen pro-russischen Separatismus zu organisieren und ließen dort die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk ausrufen. Dort zwangen dann sehr dubiose, mafiös agierende Machthaber von Moskauer Gnaden der lokalen Bevölkerung ein von Korruption, Misswirtschaft und Armut geprägtes Leben auf. Bald entflammte dort auch ein Bürgerkrieg, der von russischer Seite mit Kämpfern und Waffen immer wieder angeheizt wurde. Er kostete schon insgesamt 14.000 Menschen das Leben. 1,5 Millionen Menschen haben die umkämpfte Region damals verlassen, die große Mehrheit Richtung Ukraine. Die russische Aggression mutete der Ukraine eine Zerreißprobe zu. Von der Moskauer Politik auf den Weg nach Europa gestört, schien das Land aber nun plötzlich zu sich zu finden. 2019 fanden in der Ukraine erneut freie und faire Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Dabei kam es zu einem demokratisch geordneten Machtwechsel vom 2014 gewählten Schokoladenoligarchen Petro Poroschenko zum Schauspieler und politischen Newcomer Volodymyr Zelensky. Den kennen wir mittlerweile alle sehr gut. Zelensky stammt aus einer jüdischen Familie, die Opfer des Holocaust war und in der Russisch gesprochen wird. Zelenskys Großvater kämpfte in der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht. Schon die Biografie des ukrainischen Präsidenten zeigt also, dass die von Moskau aus geforderte, ich zitiere, Entnazifizierung der Ukraine sowie der Vorwurf eines Völkermordes an Russischstämmigen nichts anderes als üble Moskauer Propaganda finden sind. Geflissentlich übersehen
wird dabei, dass die freien und fairen ukrainischen Parlamentswahlen von 2014 und 2019 zu einem Debakel für die Rechtsaußenparteien wurden. Heute stammt aus ihren Reihen nur einer der insgesamt 450 Abgeordneten des ukrainischen Parlaments. Und da erlauben Sie mir den Seitenhieb auf die deutsche Politik. Ich habe den Eindruck, bei uns im Bundestag sitzen mehr Rechtsradikale als im Kiewer Parlament. Die ukrainischen Rabbis wiederholen seit 2014 immer wieder, dass es in ihrem Land keine antisemitischen Pogrome gäbe. Neonazis bilden in der ukrainischen politischen Landschaft nur eine Randgröße. Sie sind zwar da, aber sie haben keinen Einfluss auf die ukrainische Politik. Während lange Zeit viele der russischen Propaganda aufgesessen sind und mit Argusaugen die Ukraine auf potenzielle faschistische Umtriebe untersucht haben, schienen sie gleichzeitig auf ihrem rechten russischen Auge komplett blind zu sein. Auf der russischen Seite ist seit Jahren die berüchtigte, aus rechtsextremistischen Gewalttätern bestehende Söldnergruppe Wagner aktiv. Die ist in den letzten Wochen auch immer wieder in den Nachrichten aufgetaucht. Diese Wagner-Truppe verfügt über ausgezeichnete Kontakte in das politische Machtzentrum des Kremls hinein. Also der Chef ist ein guter Freund von Putin seit über 30 Jahren. Zudem ist in zahlreichen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen worden, wie sehr krudes faschistisches Gedankengut Einfluss auf den politischen Diskurs in Russland und auch auf die Politik des Kremls nimmt. Ich erwähne hier nur den rechtsradikalen Denker Alexander Dugin, der intellektuelle Posterboy der europäischen Rechten, der unter anderem auch von der AfD verehrt wird, weil er faschistoide Ideen predigt. Oder den ultraorthodoxen imperialistischen Oligarchen Konstantin Malofejew, der seit Jahren zu einem, ich zitiere, sakralen Krieg unter der Führung Putins aufruft, um eine, nochmal Zitat, neurussische Expansion zu betreiben. Wer also nach Nazis in der Politik fahndet, das sollten wir alle tun, der sollte seinen Blick besser auf Moskau richten. Vor allem die russische Politik bedarf dringend einer Entnazifizierung. Mit ihrer sicherlich nicht perfekten, aber sich doch allmählich entfaltenden demokratischen Ordnung stellt die Ukraine eine permanente Bedrohung für den autoritären Putinismus dar. Je stabiler die Ukraine in den letzten Jahren geworden ist, desto mehr ist der Kreml mit seiner autoritären Politik unter Rechtfertigungszwang geraten. Putin dämonisierte die Ukraine schließlich sogar zu einem von Westen geschaffenen, auch hier zitiere ich Putin, Anti-Russland. Politisch ernst wurde es im Dezember 2012, also vor 4 Monaten, vielleicht können Sie sich noch erinnern, als Russland mit den massivsten Truppenbewegungen seit 1945 die Ukraine in eine militärische Geiselhaft nahm und gleichzeitig die USA und die NATO mit neuen Vertragsentwürfen erpresste. Seinen weitreichenden Forderungskatalog verkaufte der Kreml verharmlosend als Sicherheitsgarantien, aber tatsächlich zielte diese Putin-Doktrin mit ihrem Neuordnungsdiktat auf den kompletten Umbau der europäischen Sicherheitsordnung, so wie diese in den letzten 20 Jahren entstanden ist. Mit einer Rhetorik des Ultimativen und des Maximalen erklärte Putin, seine Forderungen müsse der Westen schnell und umfassend nachkommen. Andernfalls werde Moskau in der Ukraine, Zitat Putin, militärtechnische Lösungen ergreifen. Und damit begann dann Putins Ritt auf der Rasierklinge des Krieges. Um nicht als Aggressor zu erscheinen, griff der Kreml-Boss wieder den alten Streitfall der NATO-Osterweiterung auf und überzeichnete völlig übermäßig das vom Westen ausgehende Bedrohungspotenzial. Durch intensive Krisendiplomatie, Sie können sich noch an diesen großen weißen Tisch erinnern, der aus Marmor hergestellt ist, durch intensive Krisendiplomatie versuchten Biden, Macron und Scholz den Krieg irgendwie noch zu verhindern. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Heute wissen wir, diese ganzen Gespräche und Treffen waren von Putins Seiten nur politisches Schmierentheater. Nämlich hinter den Kulissen des Kremls wurde kontinuierlich ein militärisches Drehbuch umgesetzt. Sie können sich erinnern, die amerikanischen und britischen Geheimdienste haben immer wieder darauf hingewiesen, was passiert. Dass russische Truppen nicht abziehen, sondern dass sie stattdessen in die Angriffsstellungen vorziehen. Das konnte man gut
belegen, weil es mittlerweile private Satelliten gibt. Da können Sie alle sich für 100 Euro ein entsprechendes Bild kaufen und Sie werden eben sehen, welche Veränderungen dort stattgefunden haben. Und das ist ziemlich gut dokumentiert worden. Putin entpuppte sich also als schamloser Lügner, als Kriegsbrandstifter und mittlerweile auch als Kriegsverbrecher. Und tatsächlich war es Putin, der allein mit wenigen Militärs die Entscheidung zum Krieg traf. Selbst viele in seinem engsten politischen Umfeld zeigten sich damals vom Kriegsausbruch am 24. Februar zunächst tief geschockt. Sie dachten, Putin würde mit dem Kriegseinsatz nur Machtpoker betreiben, um eine neue internationale Verhandlungsrunde zu erzwingen. Der vor wenigen Tagen noch einmal zu weiteren 9 Jahren Lagerhaft verurteilte Oppositionelle Alexei Nawalny, der vergiftet worden ist, Sie können sich erinnern, hatte Putin schon vor mehr als einem Jahr während der politischen Prozesse höhnisch, ich zitiere, den einsamen Opa im Bunker genannt, der sich zunehmend von seinen Ratgebern isoliert und damit gegen die Wirklichkeit immunisiert hat. Da ist was dran. Aber kommt Putins Kriegsbrandstifterei wirklich so überraschend, wie unsere Politiker und Politikerinnen heute jetzt gerne tun? Hier habe ich Ihnen mitgebracht ein sehr eindrucksvolles Bild, ein Gemälde der ukrainischen, in den USA lebenden Künstlerin Daria Marchenko, 2017 hergestellt aus 5000 leeren Patronenhülsen, die an der Frontlinie in der Ostukraine verschossen worden sind. Das Bild ist normalerweise 4,50 Meter groß. Na, das reicht nicht ganz, also noch deutlich größer als das, was Sie sehen. Das soll sehr imposant sein. Ich habe darüber viel im Internet gelesen. Und wenn man sich das genauer studiert, wird man feststellen, dass dieses Gemälde, aus Patronenhülsen bestehende Gemälde, tatsächlich das Face of War, das Kriegsgesicht Putins, auf sehr eindrucksvolle Weise wiedergibt. Nochmal bitte. Putin bestimmt seit 1999, also seit über 22 Jahren, die russische Politik und er befindet sich seitdem eigentlich immer auf Kriegsfahrt. Zum einen gegen seine politischen Gegner und Gegnerinnen und seine Kritikerinnen im Inneren in Form eines kalten Bürgerkrieges, sowie zum anderen in mehreren Kriegen in Tschetschenien 1999 bis 2009, in Georgien 2008, in der Ostukraine, wie ich gerade schon erwähnt habe, seit 2011. Und wir vergessen immer wieder, dass das russische Militär seit September 2015 auch im syrischen Bürgerkrieg tätig ist. Bei diesen Kriegen zeigte sich schon, dass in Putins politischem Denken Menschenleben keinerlei Bedeutung haben. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny galt mit ihren 25.000 Kriegstoten, die Stadt war total zerbombt, als die verwüstete Stadt des 21. Jahrhunderts. Die während des Tschetschenienkrieges im Kaukasus eingeübte Gewaltpraxis der russischen Truppen erlebt heute in der Ukraine ein fulminantes Comeback und lässt uns das Blut in den Adern gefrieren. Also das, was wir heute in Butscha beobachten können, kommt nicht völlig überraschend, sondern wir haben schon Hinweise darauf, dass diese Gewaltpraxis auch in anderen Kriegen einstudiert worden ist. Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, dass es damals mutige russische Journalistinnen und Menschenrechtlerinnen waren, die damals die Gräueltaten in Tschetschenien an Zivilpersonen sehr ausführlich dokumentierten und ans Licht brachten. Viele bezahlten dafür mit ihrem Leben, so wie die weltbekannte Journalistin Anna Politkovskaya, die 2005 vor ihrem Moskauer Wohnhaus umgebracht wurde. Der Mord wurde bislang nicht aufgeklärt. Wenn uns das in Butscha gerade sorgsam untersuchte Szenario des Grauen allseits fassungslos macht, sollten wir uns auch daran erinnern, dass ähnliche Beweise schon zum enthemmten Vorgehen der russischen Truppen in Tschetschenien vorlagen und russische Bürgerrechtsorganisationen und auch Zeitungen die westliche Politik schon damals nachdrücklich dazu aufgefordert haben, diese bestialischen Gewaltexzesse Putin und den Kreml nicht durchgehen zu lassen. Also ich kenne die Menschenrechtsorganisation Memorial sehr gut. Ich habe dort einige Freunde, habe mit denen viel gemacht. Und von deren Seite ist es immer wieder deutlich gemacht worden, ihr lasst uns zu viel durchgehen. Das kann nicht sein. Ihr habt Möglichkeiten zu intervenieren und deutlich zu machen, dass es so nicht geht.
Diese brutalen militärischen Machtdemonstrationen des Kreml sind aber eigentlich ein Zeichen ökonomisch-politischer Schwäche. Die internationalen Aggressionen, einer angeblich gekränkten Großmacht erweisen sich immer als ein sehr probates Mittel, um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Loyalität zum herrschenden Regime zu erreichen. Die russische Volkswirtschaft ist in vielen Bereichen bis heute nicht konkurrenzfähig. Sie steht lediglich für 3% der Weltwirtschaft. Auf die EU, die USA und in China entfallen jeweils das 6- bis 7-fache des russischen Anteils. Im weltweiten Vergleich des Bruttosozialproduktes kommt Russland erst an 12. Stelle, noch hinter Italien und Kanada, Länder, die eine deutlich kleinere Bevölkerung haben. Der Export von Kohle, Öl und Gas erbringt weiter knapp die Hälfte des russischen Nationaleinkommens und auch der russischen Staatseinnahmen. Durch die nun klimapolitisch anstehende ökologische Modernisierung, die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft, wird das russische Wirtschaftsmodell oder kurz oder lang erheblich an Leistungskraft einbüßen. Russland fehlt einfach eine attraktive Zukunftsidee. Das autoritäre Putin-System erweist sich immer mehr als Auslaufmodell. Putin wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. So richtig gesund sieht er nicht aus. Das haben Sie sicherlich auch schon festgestellt. Ihm fehlt es damit nicht nur an einer glaubwürdigen politischen Alternative, sondern auch an Zeit. Er selbst sieht sich schon seit Jahren auf einer historischen Mission. Er will Russland wieder zu einer gefürchteten Großmacht machen. Europa gilt ihm, ich zitiere, als moralisch verdorben, schwach und zerstritten. Dem stellt er sein reaktionär-patriarchales Weltbild entgegen, um sich als politischer Messias zu inszenieren, der das traditionelle Europa des 19. Jahrhunderts vor den kulturellen Modernisierungen des 21. Jahrhunderts bewahren will. Dieses rückwärtsgewandte Gesellschaftsbild hat Putin für die Kräfte der globalen Rechten besonders anschlussfähig gemacht. Und gezielt bedient der Kreml dieses politische Milieu, indem er die Moskauer Propaganda immer wieder über Multikulturalismus und Diversität, Homosexualität, Gender und Cancel Culture herziehen lässt. Weil es Putin nicht gelungen ist, als Reformer und Modernisierer Geschichte zu schreiben, will er es unbedingt als Feldherr und Eroberer. Statt sein eigenes Land endlich fit zu machen für das 21. Jahrhundert, scheint es ihm einfacher zu sein, durch Eroberungen im Nachbarland Ukraine Ruhm zu erlangen. Schon seit einiger Zeit können wir beobachten, dass in Russland das Militärische immer stärker in den Mittelpunkt rückt. Der vormalige Geheimdienstler Putin stützt seine Macht mittlerweile im Wesentlichen auf Uniformträger aus der Armee und aus den Geheimdiensten, aus deren Reihen heute 2/3 der Angehörigen der politischen und auch der ökonomischen Elite kommen. Der Kreml hat im Krieg immer ein machtvolles Instrument gesehen, um durch eine Flucht nach vorne vom Versagen der eigenen Politik und von den sinkenden Beliebtheitswerten Putins abzusehen. Schon 2014 haben wirkliche Osteuropa-Fachleute, wie der von mir außerordentlich geschätzte Karl Schlögel, in Kritik zu den sogenannten Russlandverstehern wie Gabriele Krone-Schmalz oder wie der SPD-Politiker Matthias Platzek, bei der Analyse der Moskauer Aggressionspolitik immer wieder darauf hingewiesen, dass es Putin über die Ukraine hinaus eigentlich um ganz Europa geht. In Geheimdienstmanier will er spalten, drohen und einschüchtern, um mit einer Politik der Angst den Westen zu schwächen. Putins Politik gefällt sich seit Jahren darin, einen Frontalangriff auf alles zu führen, was uns als europäische Wertegemeinschaft lieb ist und uns auch zusammenhält. Dadurch gewinnen die Aussagen des polnischen Präsidenten Alexander Kwasniewski an politischer Relevanz. Kwasniewski hatte schon während der späten 90er Jahre, also vor mehr als 20 Jahren, aus Warschauer Perspektive verkündet, ich zitiere, je mehr die Ukraine in Europa ist, desto sicherer ist Europa. Wenn wir uns jetzt noch einmal Putins im Dezember 2021 den USA und der NATO in Form einer politischen Erpressung vorgelegten Forderungskatalog genauer ansehen, dann erkennen wir leicht, dass es dem Kreml überhaupt nicht um Sicherheitsgarantien ging, sondern darum, die Ukraine zum Schlachtfeld zu machen, auf dem gerade der erbitterte Kampf zwischen Demokratie und Despotie ausgetragen wird. Am ukrainischen Fluss Dnieper
wird deshalb heute auch die Freiheit und der Friede Europas verteidigt. Beschämenderweise nicht von uns, sondern allein von den Ukrainern und Ukrainerinnen mit ihrem bemerkenswerten militärischen und auch zivilen Widerstand. Dieser für uns betrübliche Umstand verschlimmert sich noch, wenn wir in Betracht ziehen, dass nach 2014, nach der Aggression im Donbass und nach der Annexion der Krim allein Deutschland 170 Milliarden Euro für den Ankauf von Öl, Gas und Kohle an Russland überwiesen und damit Putins Kriegskasse ziemlich gut gefüllt hat. Die Politik der von der Sozialdemokratie gestützten Merkel-Regierungen durch Handel in Russland politischen Wandel zu erzielen, verfolgte zweifellos gute Absichten, das stellt niemand in Frage. Sie ist aber mit Putins Angriffskrieg grandios gescheitert. Die deutsche und die gesamte europäische Infrastruktur hat durch die Verfügbarkeit von russischem Gas und Öl ökonomisch jahrelang profitiert und sich vom Kreml korrumpieren lassen. Das gilt nicht nur für Gerhard Schröder. Als Russland in den syrischen Bürgerkrieg eingriff und 2016 die Großstadt Aleppo mit seinen Raketen und Streubomben in Schutt und Asche legte, verkündeten Putin und sein Verteidigungsminister Shoigu stolz, das russische Engagement in Syrien hätte die großartige Möglichkeit geboten, 312 neue Waffensysteme unter realen Kriegsbedingungen zu testen und so wichtige Kampferfahrungen für zukünftige Konflikte zu sammeln. In der südukrainischen Stadt Mariupol und in anderen urbanen Metropolen der Ukraine erleben die Menschen gerade, welche Fortschritte die russische Armee gemacht hat, um durch die brutale, menschenverachtende Zerstörung ziviler Infrastrukturen den Gegner niederzuringen. Als die Menschen in Aleppo starben, auch durch Giftgas, hatte Deutschland nichts Besseres zu tun, als mit Russland den Vertrag über Nord Stream 2 zu unterschreiben, ein von Beginn an sehr umstrittene Gaspipeline, die dazu geführt hat, dass Mecklenburg-Vorpommern zu einem Mec-Gazprom mutierte. Gleichzeitig ließ die Berliner Politik in dieser angespannten internationalen Lage, nochmal, das war 2015, 2016, den Verkauf von deutschen Raffinerien und Gasspeichern an russische Unternehmen zu, um damit neue energie- und sicherheitspolitische Verwundbarkeiten zu schaffen. Während der letzten beiden Wochen mussten wir erfahren, ironischerweise sogar aus dem Mund eines grünen Wirtschafts- und Klimaministers, dass die deutsche Abhängigkeit von russischen Energielieferungen mittlerweile derart groß ist, dass jetzt ein komplettes Embargo die politische und ökonomische Handlungsfähigkeit Deutschlands massiv bedrohe, so die Argumentation. Allein am heutigen Tag fließen für fortgesetzte Energielieferungen zig Millionen Euro von Deutschland nach Russland, während sich die baltischen Staaten seit dem Wochenende schon zu einem kompletten Energieembargo entschlossen haben. Eine politische Peinlichkeit, die, glaube ich, erklärt, warum am Sonntag Andrei Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, auf wenig diplomatische, aber leider doch auf zutreffende Weise darauf hingewiesen hat, die deutsche Gesellschaft habe die langjährige Russland-Connection der Berliner Politik endlich aufzuarbeiten, um für die Gegenwart und Zukunft aus den verhängnisvollen Fehlern der Vergangenheit die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Präsident Steinmeier hat so gestern reumütig Fehler in seiner früheren Politik gegenüber Russland schon eingeräumt. Wenn wir also die Bilder von zerstörten ukrainischen Städten sehen und von den schrecklichen Massakern hören, die russische Soldaten dort verüben, dann sollte das nicht nur unser Selbstmitleid wecken, sondern uns auch dazu anhalten, selbstkritisch über die deutsche Mitverantwortung an diesem Kriegsfall nachzudenken. Wir stehen, das muss uns klar werden, wirklich an einem Wendepunkt der internationalen Politik und müssen ernsthaft darüber nachdenken, wie wir in der Zukunft mit despotischen Staaten umgehen, die zwar Handel mit uns wollen, aber keinesfalls den von uns ersehnten politischen Wandel. Die Globalisierung mit ihren weltweiten Liefer- und Handlungsketten muss neu gedacht und besser, besonders auch anhand politischer und moralischer Standards, reguliert werden. Profit und Gewissen müssen in eine bessere Balance zueinander gebracht werden. Hoffentlich. Mittlerweile ist klar, dass sich Putin mit seinem Angriffskrieg mächtig verkalkuliert hat. Der schnelle Kriegstriumph ohne große Verluste ist ausgeblieben. Um die Moral der russischen Soldaten ist es nicht gut bestellt. Zahlreiche hochrangige russische Militärs sind gefallen.
Fehlende militärische Professionalität wird durch unsägliche Brutalität kompensiert. Anstatt zu siegen, begehen die an Kriegsgerät den ukrainischen Verbänden weit überlegenen russischen Streitkräfte täglich zahllose Kriegsverbrechen. Die Schlacht um Kiew hat die russische Armee mittlerweile schon verloren gegeben. Die dort tobenden Truppen werden nun mehrheitlich über Belarus und Russland in den Osten und in den Süden der Ukraine gebracht, um im Donbass, in Kharkiv sowie entlang der Schwarzmeerküste eingesetzt zu werden. Die Verbände, die für die Massaker in Butscha und Umgebung verantwortlich waren, kommen jetzt beim Angriff auf die Millionenstadt Kharkiv zum Einsatz. Das lässt für die Menschen dort Schlimmes erwarten. Im Ukraine-Krieg hat eine neue Phase begonnen. In der geht es den russischen Streitkräften offensichtlich darum, die sehr populäre Eroberungsfantasie des sogenannten Neurusslands Wirklichkeit werden zu lassen, um dadurch die Ukraine zu zerstückeln. Sie sehen hier gelb eingetragen das Gebiet dieses sogenannten Neurusslands, um das es jetzt der russischen Politik und dem russischen Militär vor allem geht. Um weiteres Blutvergießen und Leid in der Ukraine zu verhindern, wäre sicherlich ein Waffenstillstand schon längst wünschenswert. Selenskyj hat ja auch schon wiederholt Zugeständnisse angedeutet und damit politische Optionen eröffnet, und zwar auf die Vermittlung des israelischen Präsidenten Bennett und des türkischen Präsidenten Erdogan. Aber Putin scheint immer noch nicht gewillt zu sein, sich auf ein Treffen und auf einen Waffenstillstand einzulassen. Der Kreml-Boss hofft weiter darauf, das Kriegsglück für sich noch mit aller Macht erzwingen zu können. Ob die Informationen, die er von seinen Militärs erhält, zutreffend sind, gilt mittlerweile als zweifelhaft. Putin scheint sich in seinem Bunker immer mehr einem Wunschdenken hinzugeben und damit den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Falls es denn mal wirklich zur Unterzeichnung eines Waffenstillstands kommt, stellt sich natürlich die Frage, ob den schamlosen Lügnern Lavrov und Putin denn überhaupt zu trauen ist, ob der Vertrag das Papier und die Tinte wert ist, mit der er geschrieben worden ist. Wir werden uns darum im Osten Europa dauerhaft auf einen außerordentlich fragilen Unfrieden einlassen müssen. Vor 10 Tagen wich der US-Präsident Joe Biden von seinem Redemanuskript ab und erklärte bezogen auf Putin, ich zitiere Biden, der Mann kann nicht an der Macht bleiben. Für diese undiplomatische Äußerung eines Präsidenten ist Biden kritisiert worden, weil er damit der russischen Propaganda in die Hände gespielt habe, die gebetsmühlenartig behauptet, der kollektive Westen ziele auf einen Regimewechsel in Moskau und die Vernichtung Russlands. Aber ich finde, Biden hat völlig recht. Solange Putin im Kreml sitzt, wird Europa und die Welt keinen Frieden und keine Ruhe mehr finden. Die Entputinisierung Russlands und damit der Welt bleibt aktuell weiterhin eine politische Option, die ich nicht beiseite schieben möchte. Mit seinem Angriffskrieg hat Putin nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland in den ökonomischen Niedergang gestürzt. Durch die westliche Sanktionspolitik ist Russland zum Paria der Weltgemeinschaft oder wie es in Russland in kritischen Kreisen heißt, zu einem großen Nordkorea geworden. Demnächst droht dort eine Albtraumpleite, wenn nämlich die internationalen Devisenkredite nicht mehr bedient werden können. Die Kriegsfolgen treffen russische Familien in ihrem liebgewonnenen Alltag schwer. Hinzu kommen die Zehntausenden von Kriegstoten, Verwundeten und Traumatisierten, deren Kriegserfahrungen die propagandistischen Zerrbilder von der nach Plan ablaufenden Sonderoperation natürlich brutal konterkarieren. Der Kreml hat aber inzwischen mit rigider Zensur alle kritische Kriegsberichterstattung im Land unterbunden. Seine mediale Desinformationsmaschine läuft auf Hochtouren. Am 18. März 2022 hat sich Putin anlässlich des 8. Jahrestages der Krim-Annexion noch einmal vom im Moskauer Olympiastadion zusammengekehrten Menschenmassen bejubeln lassen. Das Fernsehen, das in Russland seit Jahren nur noch Zombie-Kiste genannt wird, bringt Millionen Familien die zynischen Botschaften des Kremls in die eigenen vier Wände. Große Aufmerksamkeit erregt vor allem die aufwendig betriebene Kampagne um den Großbuchstaben Z
Er steht auf den russischen Militärfahrzeugen und Panzern, um diese von ukrainischen Gefährten zu unterscheiden. Die Moskauer Propaganda hat daraus den Slogan "Za Pobjedu" gemacht, das heißt übersetzt "auf den Sieg", um mit diesen Worten den Bogen zum Zweiten Weltkrieg zu schlagen. Zugleich steht das Z auch für den Spruch "Unsere Jungs lassen wir nicht im Stich", um die Einheit von Bevölkerung und Armee zu beschwören und die russischen Streitkräfte gegen alle Vorwürfe wegen Kriegsverbrechen in Schutz zu nehmen. Putins militante Z-Nation offenbart die Abgründe der russischen Seele, für deren sentimentale Tiefe und Weite sich die deutsche Öffentlichkeit ja so lange begeistert hat. Mit wenigen simplen Manipulationen verwandelt der Kreml das beeindruckende kulturelle Erbe Russlands, das viele von Ihnen kennen, in Waffen für den Krieg. Nun wird endlich thematisiert, wie wer sich der Stardirigent Valeri Gergiev und die Ihnen bekannte Opernsängerin Anna Netrebko in den Dienst Putins stellen ließen, um als kulturelle Aushängeschilder die Größe Russlands zu demonstrieren. Und über die politische Rolle des russischen Sportes ließe sich an dieser Stelle ein ganz eigener, aufrüttelnder Vortrag halten. Schalke 04. Bedauerlicherweise hat es am Wochenende in Berlin und in Bonn unter dem Vorwand, ich zitiere, gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen pro-russische Demonstrationen gegeben, auf denen das Z-Symbol mit russischen Flaggen ganz offen gezeigt wurde, obwohl dieses Z-Symbol eigentlich in Deutschland verboten ist. Derartige Kundgebungen wirken verabscheuungswürdig und abstoßend. Gleiches gilt für den Online-Marktriesen Amazon, der ungeniert mit dem militarisierten Z-Symbol verzierte Kleidung in Umlauf gebracht hat. Mittlerweile ist das gestoppt worden. Ich habe es heute noch einmal kontrolliert. Aber zurück nun zu Russland. Das propagandistische Trommelfeuer scheint dort Wirkung zu entfalten. Meinungsumfragen aus den letzten Tagen legen nahe, dass die Zustimmung zur militärischen Sonderoperation in der Ukraine und auch die Beliebtheit Putins im März sogar noch gewachsen ist. Die Moskauer Desinformationsmaschine arbeitet erschreckend effizient, auch weil nur noch wenige digital sehr versierte Russen und Russinnen an Informationen aus dem Ausland herankommen. Mehr als 300.000 Menschen haben inzwischen Russland verlassen, darunter viele mit mir befreundete Kollegen und Kolleginnen. Kritische Stimmen sind darum öffentlich in Russland kaum mehr zu vernehmen. Dafür sorgte nicht zuletzt Putin, der seine Sprache noch einmal radikalisiert hat. Sie sehen das Zitat. Im Stil Goebbels spricht er nun von einer in der Ukraine mit aller Macht zu erzwingenden, ich zitiere ihn, Endlösung. Zudem fabuliert Putin, wie in den 30er Jahren zuvor Stalin, ungeniert von der dringend erforderlichen Selbstreinigung der russischen Gesellschaft. Diejenigen, die sich nicht vorbehaltlos hinter ihn stellen, verunglimpft er als Gesindel, Nationalverräter und Fliegen und Ungeziefer. Derartige zynische Menschenverachtung zeugt natürlich von schwindender Souveränität und auch von Paranoia, aber sie schüchtert viele Menschen auch ein und zwingt sie dazu, ihren Unmut entweder herunterzuschlucken oder sich wider Willen hinter Führer und Fahne zu scharren. Angesichts der internationalen Isolation Russlands wollen viele, dass ihr Land irgendwie doch noch als Sieger aus dieser völlig verfahrenen Kriegssituation hervorgeht. Die Hoffnung auf die Rückkehr zu einer Vorkriegsnormalität haben die Menschen in Russland längst aufgegeben und sich damit abgefunden, sich in einem weltweit geächteten Land ihr Leben dauerhaft einrichten zu müssen. Viele sind zudem durch die seit Jahren intensiv betriebene anti-ukrainische und anti-westliche Propaganda abgestumpft und dem Sirenengesang eines militarisierten Nationalismus verfallen. Das postimperiale Syndrom, das unreflektiert als Demütigung empfundene Verhalten des Westens und die unbeirrt fortwirkende Großmachtarroganz erklärt auch die hohe Anfälligkeit der russischen Gesellschaft für patriotische Indoktrinationen. Das politische Gift des Kremls vernebelt den Verstand und lässt viele in Russland wahrlich
zu Zombies werden, die nur noch die Propagandaslogan des Kremls nachplappern und jedes kritische Nachdenken eingestellt haben. Ich habe damit leider genügend eigene Erfahrungen machen müssen. Aber nichtsdestotrotz bleibt das gesellschaftliche Klima in Russland fragil. Es gibt immer noch eine ins Gewicht fallende Minderheit, die daran zweifelt, dass die russische Armee in der Ukraine als Friedensstifter wirkt. Diese Menschen empfinden tiefe Scham für ihr Land, umso mehr seit den entsetzlichen Geschehnissen in Bucha und in den von russischen Verbänden verwüsteten ukrainischen Gebieten. Eine andere Gruppe versucht, den Krieg so weit wie möglich zu ignorieren. Das ist auch eine Bewältigungsstrategie. Aktuell zeichnet sich aber noch kein Stimmungsumschwung durch eine wachsende Kriegsgegnerschaft ab. Das bedeutet doch jedoch nicht, dass es so bleiben muss. Vor allem, wenn sich die sozioökonomische Lage in den nächsten Monaten zunehmend verschlechtern wird und den Menschen weitere Entbehrungen abverlangt. Noch siegt der Fernseher mit seiner unerträglichen sowie zynischen Propaganda über den sich leerenden Kühlschrank. Ob das so bleiben wird, ist meines Erachtens nicht ausgemacht. Gefährlich ist aber für Putin vor allem das Verhalten der ökonomischen und auch der politischen Eliten. Einige Oligarchen sind zu ihm auf Distanz gegangen und haben Russland den Rücken gekehrt. Die berühmtesten Beispiele sind durch die Medien gegangen. Und selbst im allmächtigen Sicherheits- und Armeeapparat sind wegen des Kriegsdebakels Risse erkennbar gewesen. Hier hat auch schon eine Hexenjagd nach Sündenböcken begonnen. In den russischen Machtzirkeln braut sich irgendetwas zusammen. Ob das Putin zum politischen Verhängnis werden kann, bleibt noch abzuwarten. Aktuell gibt es im russischsprachigen Internet eine Kontroverse um einen Bericht, dessen Verfasserin behauptet, mit zahlreichen Vertretern des Machtapparates Putins gesprochen zu haben. Dabei drängt sich ihr der Eindruck auf, dass der westliche Sanktionsdruck und das fortschreitende Kriegsgeschehen mit seinen unsäglichen Gräueltaten dazu geführt habe, dass die russische Politik den Point of No Return längst überschritten habe. Weil sich hinter ihnen nun ein blutiger Sumpf auftut und es keinen Weg mehr zurückzugeben scheint, meint die russische Elite, ihnen bleibe nichts anderes übrig, als an der Seite Putins die Flucht weiter nach vorne zu ergreifen. Das führe dazu, so die Verfasserin, dass die bröckelnde Einheit zwischen dem Kreml und seinem Machtapparat in den letzten Tagen wieder an Festigkeit gewonnen hat. Statt sich gegen Putin zu stellen, habe die russische Elite beschlossen, es nun dem Westen zu zeigen und sich mit aller Macht zur Wehr zu setzen. So können wir aktuell auch beobachten, wie der Kreml im mit Sanktionen und zahlreichen Tricks geführten Wirtschaftskrieg auch wieder in den letzten Tagen in die Offensive gegangen ist. Das russische Gas soll fortan in Rubel bezahlt werden, um die russische Währung zu stabilisieren. Weil sich Europa allerdings weigert, greift der Kreml nun zu einem komischen Buchhaltertrick, um weiter Dollar und Euro entgegenzunehmen, die dann aber zwischen zwei russischen Banken in Rubel umgetauscht werden müssen. Welche politischen Auswirkungen dieses komische Verfahren hat, ist unklar, aber die russische Propaganda feiert schon einmal einen Sieg über die westliche Sanktionspolitik. In seinen Ansprachen hat Putin inzwischen von der Geschichte abgelassen, Gott sei Dank, und wendet sich nun verstärkt ökonomischen Themen zu. Er wirft dem sogenannten kollektiven Westen vor, auf angebliches Geheiß von Washington mit seiner Sanktionspolitik die globalen Wirtschaftskreisläufe aus den Fugen geraten zu lassen, um so bei dem Kreuzzug gegen Russland die gesamte Welt in eine tiefe Krise zu stürzen. Für weltweite Turbulenzen werden vor allem die ausbleibenden Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine sorgen. Beide Länder gehören zu den weltweit führenden Weizen- und Maisexporteuren, auf deren Lieferungen rund 50 Länder angewiesen sind, darunter im besonderen Maße instabile Staaten in Nord- und Zentralafrika sowie im Nahen Osten. Die deutsche Außenministerin Baerbock spricht sogar schon von einem, zitiere, Kornkrieg, weil Russland seine Lieferverträge nicht einhält, um so politische Unruhe zu schaffen und damit den Westen weiter unter Druck zu setzen. Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass die postsowjetischen Staaten im Kaukasus und in Zentralasien ökonomisch außerordentlich eng mit Russland verflochten sind. Sie wird der Absturz der russischen Ökonomie gleichfalls sehr, sehr schwer treffen. Das wird dort seit langem bestehende und auch gärende Prozesse noch einmal massiv verstärken.
Ich erinnere nur daran, dass vor wenigen Monaten wegen der Erhöhung der Gaspreise Massenunruhen in Kasachstan ausgebrochen sind, die brutal auch mit Hilfe russischer Truppen niedergeschlagen wurden. Es hat vermutlich mehr als 2000 Tote gegeben. Heute zeigt die kasachische Regierung aber wenig Verständnis für Putins Angriffskrieg. Das hat vor allem damit zu tun, dass es im Norden Kasachstan einige Regionen mit einer sehr starken russischsprachigen und russischenstämmigen Bevölkerung gibt. Und darauf haben die nationalistischen Kreise in Moskau seit langem schon ein Auge geworfen. In Kasachstan befürchten darum viele, auch ihrem Land könne ein ukrainisches Szenario drohen. Und natürlich, die große Unbekannte der Weltpolitik bleibt, welche Schlüsse China eigentlich aus diesem Ukraine-Krieg ziehen wird. Das geht immer hin und her. Sie sehen also, die Welt des 21. Jahrhunderts ist mit dem 24. Februar 2022 eine ganz andere geworden. Ihre globale Verflochtenheit schafft zahlreiche Verwundbarkeiten, die lange verdrängt nun als akute Bedrohungsszenarien sichtbar werden. Putins Angriffskrieg kann vielerorts einen regelrechten Weltenbrand auslösen, dessen Eindämmung der Politik demnächst außerordentlich viel abverlangen wird. In jedem Fall müssen wir die heutigen Konfrontationen auf neue Weise begreifen, um die Herausforderungen der Zeit produktiv angehen zu können. Statt sich wie Putin in der Vergangenheit des Kalten Krieges mit seinen Jalta-Reminiszenzen zu verlieren, gilt es, mit neuen Politikansätzen die Zukunft für uns zu gewinnen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die politisch Verantwortlichen aus den verhängnisvollen Fehlern und Versäumnissen der letzten Zeit die richtigen Schlüsse ziehen, um so bei ihrem politischen Handeln die erforderliche Umsicht zu beweisen. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bin mit meinem Vortrag zum Ende gekommen und sehe jetzt Ihren Fragen und Kommentaren sehr gerne entgegen. Vielen Dank.